Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Nach den Olympischen Spielen von Sochi gönnte sich Rodel-Olympiasiegerin Nathalie Geisenberger eine Auszeit auf Phuket. Raus aus der Eisröhre, hinein in die Sonne Thailands. Doppel-Olympiasiegerin in Sochi im Einzel und im Team. Die vierfache Weltmeisterin hat zudem 3 Europameistertitel und 36 Weltcupsiege auf dem Konto. Die 27-jährige Bayerin startet für den ASV Miesbach. Das Dirndl ist schnell ausgetauscht, legere Sommerklamotte ist angesagt. Doch Rodlerin bleibt Rodlerin, selbst die Entspannungsliege im Hotel weckt Schlittengefühle. Beim Rennrodeln spielt sich wie im Golfspiel viel im Kopf ab. Nathalie ist der Stargast beim BMW-Weltfinale auf Phuket, der Abschlussveranstaltung zur größten Amateurturnierserie im Golfsport der Welt. Und schwer beeindruckt von der feierlichen Eröffnungszeremonie, Olympia lässt grüßen, Spieler aus 50 Nationen und allen Kontinenten waren nach Thailand gekommen, die Goldmedaille immer ein Blickfang. Nach diesem spektakulären Auftakt nutzt Nathalie gleich am nächsten Morgen die Chance, ihrer zweitliebsten Sportart nachzugehen. Im luftigen Cabriolet, die Sonne im Gesicht, ging's zum nahegelegenen Golfplatz. Willkommen im Paradies. Im Blue Canyon Country Club hat auch schon Tiger Woods gespielt. Für Nathalie ist Golf eine liebgewordene Leidenschaft. Ja, ich spiele schon Golf. Habe zwar jetzt letztes Jahr aufgrund der Olympia-Vorbereitung eigentlich so gut wie nicht gespielt, aber dieses Jahr hoffe ich, dass ich mein Handicap wieder ein bisschen verbessern kann. Das da wäre? Momentan 29. Was gibt es Besseres als einen guten Golf-Pro, wenn man sein Handicap verbessern möchte? Nathalie kommt gleich in den Genuss, einen der ganz Großen des weltweiten Golfsports kennenzulernen, Sir Nick Faldo. Der Engländer ist einer der besten Golfspieler aller Zeiten, hat 6 Major-Titel auf seinem Konto und versprüht Charme und Humor. Die Zaungäste aus aller Welt und auch Nathalie sind schwer begeistert. Am Rande seiner sehr unterhaltsamen Klinik gibt der von der Queen geadelte Brite Nathalie ein paar Tipps. Das kurze Spiel muss besser werden, dann purzelt auch das Handicap. Und Nathalie beweist gleich ihr Talent. Nach ein paar gespielten Löchern zeigt Nathalie Nick Faldo das Objekt der Begierde. Die Original-Goldmedaille aus Sochi. Olympisches Gold hat der Engländer in seiner außergewöhnlichen Profikarriere selbst nie gewinnen können. Da ist ein Selfie, na klar, Pflicht. Das ist mal ein Foto. Und auch das hier ist nicht ganz schlecht. Denn auch Nick Faldo hat eine seiner Trophäen mitgebracht, den Claret Jug, den silbernen Pokal für den Gewinn der Open Championship in England. Ganz zur Freude und nach dem Geschmack von Elefantenbaby Lissy. Ich bin echt beeindruckt. Es ist die erste Goldmedaille, die ich jemals in den Händen halten durfte. Ich finde es großartig, dass unsere Sportart nach mehr als 100 Jahren in Rio wieder ins olympische Programm aufgenommen wird. Ich hätte sehr gerne die Chance gehabt, einmal bei Olympia um Gold zu spielen. Am Abend gibt es dann auch Küsschen von Elefantenmama, diesmal für Nathalie. Die thailändischen Gastgeber verwöhnen die Gäste aus aller Welt mit ihrer herausragenden Freundlichkeit und interessanten Kultur. Nathalie wird viele bleibende Erinnerungen mit nach Hause nehmen ins ferne Bayern. Doch noch bleibt ein Tag zum Relaxen. Mit dem Boot geht's raus über das türkisfarbene Wasser in eine entlegene Bucht zum Schnorcheln. Taucherbrille statt Visier und bauchwärts statt rücklings taucht Nathalie in die farbenfrohe Unterwasserwelt Thailands ein. Um am letzten Nachmittag aber schon wieder auf dem Golfplatz zu stehen, wo sie die wertvollen Tipps von Sir Nick Faldo gleich prima umsetzt. Ja, ist natürlich schon was Besonderes für, ja, auch für mich, wenn ich dann wirklich mit jemandem aus dem Sport da mal, der mir ein paar Tipps geben kann. Also das ist schon irgendwie wirklich cool, wenn man dann so jemanden auch wirklich auf dem Platz dann mal trifft und privat reden kann. Und doch, der Golfplatz bleibt nur die zweite Liebe von Nathalie Geisenberger.
wollte eigentlich schon noch ein paar Jahre fahren. Die nächsten Jahre sind auch eigentlich so ganz cool. Es sind, denke ich, zwei wirklich coole Weltmeisterschaften und dann sind eh schon wieder Olympische Spiele. Also das könnte man eigentlich fast noch machen. Zum Abschluss dieser herrlichen Tage auf der thailändischen Urlaubsinsel nutzt Nathalie Geisenberger die Gelegenheit, einen der zahlreichen buddhistischen Tempel zu besuchen, wo auch tatsächlich noch Mönche leben. Eine deren Weisheiten wird Nathalie Geisenberger sicherlich mit nach Hause ins bayerische Miesbach nehmen. Der Erfolg ist jedem sicher, der ihn sich wirklich wünscht. Unterschätze niemals deine Träume. Du musst einen Pakt mit ihnen schließen. Sie sind die Quelle einer unerschöpflichen Kraft, die dir erlaubt zu siegen. In diesem Sinne wünscht Golf Total Nathalie Geisenberger viel Glück für ihre Zukunft auf dem Golfplatz, aber vor allem in den Eisröhren dieser Welt.